Es gab ein großes Box-Event, für die, die es nicht mitbekommen haben. Da habt ihr wirklich was verpasst. Das größte, aus meiner Sicht, das größte Social-Media-Deutschland-Event, was ich zumindest jemals so gesehen und erlebt habe. Es war wirklich, es war gefühlt, jeder aus dieser Szene war dort. Du warst auch dort, aber nicht im Ring, wo du eigentlich hättest kämpfen sollen. Ja. Du hattest Angst vor Revi. Gib's zu. Ja, ich hatte Angst vor Revi. Wollen wir das da einfach so still lassen? Wir lassen es einfach so still. Nein, jetzt war, du warst krank, er war krank. Ja. Ihr wurdet von Pepe, darf man auch sagen, Pepe, der Kameramann von Ron, hat allesamt mit einer Bronchitis angesteckt, sodass du nicht kämpfen konntest. Genau. Also bei uns war das eher so, vor, weiß nicht, 9 Monaten war das Ganze öffentlich, dass Miki und Drymax gegeneinander kämpfen wollen. Und dann hat Max mich direkt gefragt, kämpf doch auch. Und ich so, ja, okay, warum nicht? Da habe ich etliche von meinen Influencer-Kollegen angerufen und meine so, wollen wir kämpfen? Und alle so, nee. Und ich so, perfekt. Ja, okay, in Ordnung. Also, ja, was willst du denn dagegen sagen? Und das ist ja auch das Schwierige. Du kämpfst dann ja meistens auch gegen einen Freund oder einen Kollegen oder so. Ist auch ein bisschen doof. Ja, stelle ich mir auch hart vor. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt gegen, keine Ahnung, irgendjemand aus dem Dschungelcamp oder so kämpfen? So, das wird mich nicht interessieren. Oder Revi kämpft gegen jemanden aus dem Dschungel. Es interessiert einfach mich persönlich nicht, weil ich die Person nicht kenne. Kampf an sich ist ja immer nicht die Lösung, aber es ist ja ein Wettkampf, es ist ein Sport. Es ist ein Sport. Ja. Und dann wirklich 1 Monat vorher, vor dem Event, ruft mich Revi an und sagt so, ja, wollen wir nicht kämpfen? Da war auch noch gar nicht, das Ganze war ja noch gar nicht riesig. 1 Monat davor? Ja, ja, es war ja noch gar nicht riesig, dass auch das Event von Stani und so war ja auch noch gar nicht da. Aber dann so 1 Monat vorher ruft er an und sagt, ja, wollen wir kämpfen? Und ich so, bist du dir sicher? So. Auch verhältnismäßig so von Körper. Gewicht wahrscheinlich 10, 20 10 Kilo wiege ich mehr als er. Und er so, ja, ja, auf jeden Fall. Und dann hat er noch mal ein bisschen rumgefragt bei anderen Leuten. Keiner wollte kämpfen und dann meint er so, ja, lass machen. Und ich so, ja, okay, dann machen wir das. Und dann haben wir das den Jungs gesagt und die waren richtig happy. Wirklich, die waren so, Alter, dann haben wir noch mal irgendwie noch mal einen richtig geilen Kampf und die Leute können sich noch mal auf eine halbe Stunde richtig geile Entertainment anstellen. Ja gut, das ist dazu nicht gekommen. Ja. Und ich verstehe auch, wenn die Leute dahingehend sauer sind. Aber wird es denn so ein Rückkampf, eine neue Erstauflage geben beim nächsten Event? Kannst du dir das vorstellen? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil Boxsport hat echt Spaß gemacht.